heute frei nehmen? Also, ich bin mit Verena den ganzen Tag in der Stadt. Falls du doch Zeit haben solltest, ich habe mein Handy dabei. Vivi? Marlene? Ja? Hast du was dagegen, wenn ich mitkomme? Ich muss hier dringend mal raus. Du sollst dich doch schon. Wie lange denn noch? Mir geht's doch gut. Sag du sie, auf mich hört sie ja nicht. Ja, also wo er recht hat, hat er recht. Was gehört, was der Doktor sagt? Du gehst jetzt raus in den Garten und ruhst dich aus. Lange mache ich das nicht mehr mit. Tschüss. Vivi! Gott, wo bleibt der Junge? Sag mal, sitzt du auf den Ohren? Ich komme. Wen willst du denn beeindrucken? Du hast deinen Pickel. Wo? Da. Blöde Kuh. Sag mal, diese Nadja, ist das die Tochter von der Elke Lerch? Ja. Und seit wann spielt ihr Tennis zusammen? 2-3 Wochen. Hm. Ist sie gut? Du solltest mal ihre Vorhand sehen. Ich dachte, Mädchen in dem Alter haben nur die Aussehen, Klamotten und Jungs im Kopf. Nadja ist nicht so. Hm. Fahren wir jetzt? Findest du, das T-Shirt steht mir? Natürlich. Du siehst ja gar nicht her. Du siehst süß aus, Schätzchen. Oder doch lieber das pinke Kleid? Beim Tennis trägst du doch ohnehin Sportkleidung. Aber nachher. Vielleicht gehen Pivi und ich ja noch in den Eissalon. Wie findest du eigentlich Pivi? Sehr nett. Nett? Er ist total süß. Er hat mich übrigens gefragt, ob ich auch mit ins Tenniscamp fahre. Ich darf doch, oder Mama? Nadja, du weißt, das Camp ist nicht gerade billig. Bitte sag ja, Mama. Ich wünsche mir auch fürs ganze Jahr nichts mehr. Lass uns heute Abend darüber reden, ja? Du brauchst mir auch nicht zu Weihnachten schenken, ehrlich. Deine Tasche! Ja. Da kommt er schon. Ich kann euch doch auch zum Tennisclub fahren. Papa. Okay, okay, ich hab's schon verstanden. Hallo, Pivi. Hallo. Tag, Dr. Kleist. Hallo, Nadja. Willst du gehen mit? Ja. Sie hat sich 3-mal umgezogen. Aber wehe, Sie verraten Pivi ein Sterbenswörtchen. Nein, ich schweige wie ein Graf. Ich darf übrigens mit ins Tenniscamp. Cool. Wie geht's in Ihre Schulter? Oh, danke, schon viel besser. Okay. Ich kann zwar immer noch nichts nähen und Schnitte zeichnen mit der linken Hand funktioniert auch nicht so richtig, aber die Schmerzen sind weg. Tag, Herr Ebersbusch. Tag, Frau Lerch. Komm, Paarchen. Herr Ebersbusch, die verkörperte schlechte Laune. Naja, ich muss dann los, die Patienten. Wir sehen uns nächste Woche zur Kontrolle. Hm, gut, Wiedersehen. Busch. Ist Ihnen nicht gut? Kann ich Ihnen helfen? Nur keine Aufregung. Mir geht's blendend. Haben Sie Probleme beim Atmen? In meinem Alter wird man doch nur mal kurz verschnaufen dürfen, oder? Ja, war Ihnen schwindelig oder haben Sie Schmerzen? Sind Sie taub? Mir fehlt nichts. Kümmern Sie sich lieber um Ihre Patienten. Es gibt ja genügend Hypochonder in diesem Land. Komm, Paulchen. Tischbein ist gekommen, aber der Bluttest von Frau Oppenbring dauert noch bis morgen, sagt das Labor. Was? Ich habe Ihnen gesagt, Sie sollen bis spätestens 16 Uhr fertig sein. Sie versuchen es. Sie sind ein Schatz. Soll ich ein Tischbein reinrufen? Ja, gerne. Ah, nee, warten Sie mal. Sagen Sie, kennen Sie einen Herrn Ebersbusch? So ein älterer. Mitte 70. Ah, mit dem Juwelierladen an der Wallstraße. Ja, genau. Kennen Sie ihn? Na, kennen ist zu viel gesagt. Mein Opa hat eine Zeit lang mit ihm Skat gespielt. Das ist ein altes Mufflon, wenn Sie mich fragen. Könnt ihr mir vorstellen. Ich habe ihn gerade getroffen. Es schien ihm nicht gut zu gehen, aber er wollte sich partout nicht helfen lassen. Mhm, klingt ganz nach Ebersbusch. Mein Opa sagt, von Ärzten hält er nicht viel.
Die Farbe ist doch super für Sie. Toll. Ich hätte gar nicht herkommen dürfen. Aber Verena hat mich angestiftet. Und wer hier malt mir die ganze Zeit vor, sie hätte nichts anzuziehen? Ach, super sieht das aus. Ja, findest du es? Die war nicht ein bisschen gewagt? Nein, das steht Ihnen gut. Und die Jacke? Haben Sie die auch in meiner Größe? Moment, ich schau gleich mal nach. Schön. Sag mal, glaubst du, die Boutique läuft gut? Wie meinst du das? Naja, immerhin hatte sie diesen Unfall und musste 4 Wochen lang schließen. Das war bestimmt nicht leicht für sie. Glaubst du, sie sind Schwierigkeiten? Nein, nein, aber es gab da so Gerüchte, sie hätte finanzielle Probleme. Aber sie wirkt eigentlich ziemlich zuversichtlich. Ja, die habe ich nur mal da. Die passt auch ganz gut dazu, oder? Mhm. Super. Also, sie nimmt die Sachen. Hey, habe ich überhaupt nichts mehr zu sagen? Nein, vertraue deinen Stilberaterinnen. Also gut, ich nehme die Sachen. Gut. Aber wenn ich mich blamiere, seid ihr dran schuld. Ja, ja. Hallo, Herr Eversbusch. Sie schon wieder. Wie geht's Ihnen denn? Nun fangen Sie die auch noch damit an. Mir geht's gut. Ich dachte, Sie bringen mir endlich meine Miete. Herr Eversbusch, ich habe Ihnen doch schon erklärt... 3 Monate im Rückstand. Meine Geduld hat auch mal ein Ende, Frau Lersch. Ich konnte 6 Wochen wegen meiner Schulter nicht arbeiten. Woher soll ich das Geld denn nehmen, wenn ich keine Umsätze mache? Und was ist mit den beiden Damen eben? 4 Tüten, wenn ich recht gezählt habe. Sie werden Ihnen die Sachen doch nicht geschenkt haben. Herr Eversbusch, Sie bekommen Ihr Geld auf jeden Fall. Aber wann? Ich bin doch kein... Wohltätigkeitsverein. Sie wissen, ich habe meine Miete immer pünktlich bezahlt. Wissen Sie, was Ihr Problem ist? Sie können einfach mit Geld nicht umgehen. Wie viel haben Sie gerade umgesetzt? 700 Euro, 800? Was machen Sie mit dem Geld? Zahlen Sie die Schulden? Nein, Sie verplempeln es mit irgendwelchem Kram. Auch wenn Sie es nicht glauben können, Herr Eversbusch, ich habe auch noch andere Verpflichtungen. Frau Lehr, Sie verdienen doch ganz gut. Was machen Sie mit Ihrem Geld? Seit ich Sie kenne, sind Sie knapp bei Kasse. Aber... Sie tragen auch Verantwortung, meine Liebe. Sie haben eine Tochter, für die Sie sorgen müssen. Wissen Sie was? Lieber bin ich arm als so ein kleinlicher Pfennigfuchser wie Sie. Wiedersehen. Kleinlicher Pfennigfuchser. Also, das müssen wir uns auch nicht gefallen lassen. Was, Paulchen? Ja, wir lassen uns nicht mehr ausnutzen. So. So, bitte sehr. Hier ist Ihr Rezept. In 3-4 Tagen dürften die Beschwerden weg sein. Vielen Dank, Herr Doktor. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Brauchen Sie mich noch? Nein, Nora, Sie können gehen. Was ist das denn? Das sind Traumfänger. Verscheucht alle schlechten Träume. Den hängt man im Schlafzimmer auf. Sollten Sie auch mal probieren. Ich habe aber eigentlich keine schlechten Träume. Vorsicht ist besser als Nachsicht. Dann überlege ich es mir. Wenn Sie einen Traumfänger wollen. Ich kann Ihnen echt einen indianischen besorgen. Das ist überhaupt kein Problem. Mal sehen, was Marlene dazu sagt. Genau. Tschüss. Bis morgen. Ja, tschüss. Inge, grüß dich. Christian hier. Du, ich komme ein bisschen später nach Hause. Hast du noch einen Patienten? Ja, genau. Dauert's lange? Keine Ahnung, aber... Fang schon mal ohne mich an. Was gibt's denn eigentlich? Das ist geheim, Johannes kocht. Ach, vielleicht sollte ich lieber mit Pizza nach Hause kommen. Oh, so eine Frechheit. Komm du nach Hause. Das war nur ein Scherz. Also, grüß mir den Koch. Mach ich.
Herr Eversbusch. Es ist geschlossen. Kommen Sie morgen früh wieder. Ach, es tut mir leid. Ich wollte mir gerade ein Geschenk für meine Tochter aussuchen. Von wegen. Sie wollten doch nur nachsehen, ob ich noch lebe. Ja, so ein bisschen Sorgen habe ich mir schon gemacht. Was ist denn mit Ihnen los, Herr Doktor? Haben Sie nicht genügend Patienten? Müssen Sie nicht welche von der Straße auflesen? Wann haben Sie zuletzt einen Arzt besucht? Ich brauche keinen Arzt. Mir fehlt nichts. Hey, was muss, setzen Sie sich. Vorsicht, Vorsicht. Oh, ganz ruhig. Ich bin gleich wieder da, Herr Eversbusch. Nitro-Spray. Strecken Sie mal die Zunge raus. Ganz raus. Okay. An den Gaumen drücken. Schmeckt ein bisschen unangenehm, aber es wird Ihnen gleich besser gehen. Was war denn? Sie hatten einen leichten Herzanfall. Nein, niemals. Ich war nur ein bisschen müde. Es war ein langer Tag. Ich bin kerngesund. Das sehe ich anders. Na, was ist? Die Pumpe schlägt wie eine Eins, was? 160 zu 100. Ihr Blutdruck ist viel zu hoch. Ja, ich war vorhin etwas aufgeregt, das ist alles. Haben Sie denn noch Schmerzen? Machen Sie doch nicht aus einer Mücke einen Elefanten. Gibt es in Ihrer Familie Herzprobleme? Zum Beispiel bei den Eltern oder Geschwistern? Was hat denn meine Familie damit zu tun? Na ja, meine Schwester hat es auf dem Herzen, ist auch daran gestorben. Aber was die in ihrem Leben für Krankheiten hatte, das passt in keinen medizinischen Katalog. Herr Eversbusch, hier. Nehmen Sie einen Schluck. In Ihrem Alter haben Menschen öfter Herz- und Kreislaufprobleme. Da gibt es heute sehr wirksame Medikamente. Ich nehme keine Pillen. Die nützen sowieso nichts. Was ist denn? Warum schauen Sie mich so an? Versprechen Sie mir, dass Sie mich morgen in der Praxis besuchen. Was soll ich denn dort? Ich möchte eine EKG von Ihnen machen und ein Herzecho. Ach, das sind doch alles lauter so neumodische Erfindungen. Diese neumodischen Erfindungen helfen mir herauszufinden, was mit Ihnen nicht in Ordnung ist. Also gut, von mir aus. Sie lassen mir ja doch keine Ruhe. Sehr gut. Dann bleiben Sie heute Abend zu Hause. Hier ist meine Karte. Wenn Sie Schwierigkeiten haben oder Schmerzen, rufen Sie mich an. Ja, ich bin für Sie Tag und Nacht zu sprechen. Aber Paulchen? Was ist denn mit Paulchen? Na, Paulchen muss Gassi. Komm, jetzt gehen wir ein bisschen Gassi. Braucht ihr auch noch die Treppe? Lerch? Mama, ich bin's. Hallo, Schätzchen. Ich bin noch bei Piwi. Darf ich hier zum Abendbrot bleiben? Ja, klar. Ich habe eh noch zu tun. Aber spätestens um 10 bist du zu Hause, ja? Ja, klar. Bis dann. Tschüss, Liebchen. Achtung! Och, der riecht aber gut, hm? Hauptsache, er schmeckt nachher. Onkel Johannes, du kannst richtig gut kochen. Oh, du Süße. Danke. Warum hilft Piwi eigentlich nicht mit? Nadja hat zu Hause angerufen. Sie darf zum Essen bleiben. Wie romantisch. Schön. Schau mal. Das ist wirklich sehr schön geworden. Da
Das ist unser Haus und das ist Piwi. Und wer ist das? Nadja, sie sitzen zusammen im Garten. Und das ist der Baum und das ist die Bank. Piwi hält gerade Nadjas Hand. Nein. Ja, man sieht es richtig gut hier. Herr Dr. Kleist, guten Abend. Ich wusste ja gar nicht, dass Sie einen Hund haben. Ja, das ist eigentlich gar nicht. Das ist aber süß. Wie heißt er denn? Paulchen, aber wie gesagt. Paulchen, du bist ja ein Lieber. Ihr Onkel hat mir gar nicht erzählt, dass Sie einen Hund haben. Aber... So, jetzt muss ich aber schließen. Wir gehen auch. Komm, Paulchen. Einen schönen Abend noch. Kommen Sie mit Paulchen mal wieder vorbei. Ja, das machen wir. So, komm. Du alter Charmeur. Gefällt dir die Frau Bieber, was? Jetzt komm her. Hast du eine Eroberung gemacht, hm? Oh, jetzt komm. Oh, war Paulchen brav? Sehr brav. So, ich habe Ihnen hier auch noch was mitgebracht. Brot und Wurst, Käse, Obst, Gemüse. Was soll ich damit? Ja, essen. Der Kühlschrank ist fast leer. Aber ich habe keinen Hunger. Merkst du was? Wir haben hier überhaupt nichts mehr zu sagen. So, außerdem lasse ich Ihnen das Nitro-Spray hier. Wenn Sie Schmerzen haben, dann sprühen Sie es einmal auf die Zunge, ja? Was wollen Sie mir denn noch alles reinwürgen? Das ist Hildchen, meine Frau. Ja. Und Annemarie, die war damals so ungefähr 2. Ja. Das da, das ist an der Ostsee. Ein paar Jahre später. Aber Annemarie ging noch nicht zur Schule. Ja, das ist lange her. Ja, Zeit vergeht und nichts bleibt, wie es ist. Und sterben müssen wir sowieso alle. Oder etwa nicht. Seit wann ist Ihre Frau denn tot? 20 Jahre werden es im Herbst. Und Ihre Tochter? Weg. Lebt irgendwo in Bayern. Schreibt manchmal eine Weihnachtskarte. Sie wissen ja, wie das ist, Herr Doktor. Liebe kann man nicht erzwingen. Hat nie so richtig funktioniert zwischen uns beiden. Und als meine Frau gestorben ist, aber ich halte sie auf. Ach. Sie müssen sicher nach Hause. Ach was. Meine Familie ist es gewöhnt, dass ich mich verspäte. Haben Sie Kinder? Ja. Ja, ich habe 2. Also, eigentlich habe ich 3. Im Moment, die Nichte meiner Lebensgefährtin wohnt auch bei uns. Klingt nach jeder Menge Trubel. Doch, bei uns ist immer was los. Naja. Paulchen hält mich auch auf Trab. Wir sehen uns morgen in der Praxis, ja? Es geht mir aber schon viel besser, Herr Doktor. Herr Eversbusch? Ja, ich weiß. Ist schon gut. Sie lassen mir ja sonst doch keine Ruhe. Also, machen Sie es gut. Unterstützen. To support. Ja. Zustimmen. To agree? Ja. Okay, jetzt bin ich aber dran. Nee, wir hatten gesagt 30 Vokabeln. Na, auf gar keinen Fall gibt es jetzt her. Ja, okay. Ich glaube, es trocken. Geht, oder? Hi. Wir wollten gerade. Hey, da bist du ja endlich. Na? Tut mir leid, ich hatte einen widerspenstigen Patienten. Grüß dich. Möchtest du was essen? Nein, danke, ich habe keinen Hunger. Na? Na? Was heißt... Himmel? Gerade war er noch ein Baby. Ich war auch 14 und sie ist Annegret. Ich erinnere mich auch noch an meinen ersten Kuss. Ja, ich auch. Ich war total also, aufregend. Geh mal her. Sag mal. Ja.
Soll ich mit Piwi von Mann zu Mann reden? Christian, dein Sohn ist alt genug. Hm. Ja, habt ihr recht. Ich muss nach Hause. Schade. Also dann. Bis morgen. Das ist für dich. Danke. Ist nichts Besonderes, nur ein Freundschaftsband. Also. Ciao. Bis dann. Busch. Herr Doktor. Guten Morgen, Herr Eversbusch. Guten Morgen, Frau Lern. Guten Morgen. Herr Eversbusch. Ja, Sie holen mich ab. Ah ja. Hätte ja sein können, dass Sie es vergessen. Paarchen, hopp, hopp. Die Paarchen kommt auch mit? Natürlich, was haben Sie denn gedacht? Der bleibt doch nicht allein. Der tyrannisiert die ganze Straße mit seinem Geheul. Warte, ich helfe dir. Das ist aber hübsch. Von Nadja. sag mal, findest du es blöd, wenn ich auch was schenke? Wieso denn? Ich weiß nicht. Ach, da freut sie sich bestimmt. Schenk ihr doch ein paar Ohrringe. Piwi, deine Sporttasche. Hier. Hallo, Nadja. Hallo. Herr Doktor, wie lautet Ihre Diagnose? Ja, das sieht schon mal ganz gut aus. Wir warten aber noch das Belastungs-EKG ab, dann werden wir ja sehen, wie der Befund ist. Wie lange wollen Sie mich denn noch hier behalten? Nora, bereiten Sie Herrn Eversbusch bitte auf ein Langzeit-EKG vor. So, jetzt machen wir das erstmal ab und dann kommen Sie bitte mit mir mit. Bist du nicht die kleine Cora? Erwins Enkeltochter? Nora. Stimmt, Herr Eversbusch. Du hast dich ja ganz schön gemausert. Dankeschön. Wie alt bist du jetzt? Ich bin 27, Herr Eversbusch. Aha, und schon verheiratet? Nein. Auf was wartet ihr junge Mädchen von heute denn noch? Auf den Traumprinzen? Der kommt nicht. Das bildet mir mal bloß nicht ein. Ich glaube, ich habe noch genug Zeit, mir darüber Gedanken zu machen, Herr Eversbusch. Sag das nicht, Cora. Das Leben vergeht so schnell. Viel zu schnell. Und ehe man sich's versieht, ist man alt. Man hat zu viel versäumt. Ignoriere die einfach, dumme Zicken. Ja. Hast du Lust auf Kino? Was jetzt? Nein, heute Nachmittag. Nachmittag? Da laufen doch nur Filme für Babys. Ach Quatsch, heute kommt Star Wars. Klingt cool. Also kommst du mit? Ja klar, was denkst du denn? Also, hol mich ab, bis dann. Bis später. Wie lange muss ich denn noch? Immer mit der Ruhe, Herr Eversbusch. Sie treten immer noch zu schnell. Ja. Wissen Sie was, in meiner Jugend bin ich mit dem Fahrrad bis auf den Inselsberg gefahren. Dieses Schneckentempo hier, das passt mir einfach nicht. Sie sind hier aber nicht auf einer Bergtour. Ach was, ich hätte einfach gar nicht herkommen sollen. Ruhe jetzt! Treten Sie langsam und gleichmäßig. Ich saus mal schnell zum Bäcker. Bin in 10 Minuten wieder da. In Ordnung. Du darfst hier nicht rein. Na gut, du kriegst auch einen Hundekuchen. Du musst aber warten, bis ich wieder da bin.
Der hat die ja ganz schön eingewickelt. Bleiben Sie über Mittag in der Praxis. Soll ich Ihnen was mitbringen? Nein, danke. Ich habe keinen Hunger. Außerdem, Herr Eversbusch und ich haben noch viel vor. Sie wollen mich wohl völlig auseinandernehmen, was? Ganz so schlimm wird es nicht, aber um das Herzecho kommen Sie nicht herum. Paulchen, ich hab nichts wirklich. Ja, Paulchen muss mal. Ich würde ja gern mit ihm gehen, aber der Herr Doktor erlaubt es mir ja nicht. Nora. Also ich glaube, Paulchen würde viel lieber mit Ihnen gehen, Herr Doktor. Ich glaube, das schafft Nora schon ganz alleine. Mädchen! Ach, wie heißt sie doch gleich? Ah ja, Cora, Cora! Was ist denn, Herr Eversbusch? Lassen Sie ihn am besten nicht von alleine. Er ist zwar nicht mehr der Jüngste, aber bei den Damen hat er immer noch einen Stein im Brett, wenn Sie wissen, was ich meine. Paulchen war mal ein richtiger Casanova, ja? Wenn man es ihm heute auch nicht mehr ansieht. Dann erhöhe ich jetzt mal die Wattzahl. Na, los, dann mal los. Johannes, wenn du noch einmal sagst, dass ich mich schonen soll, dann sind wir geschiedene Leute. Wir sind ja gar nicht verheiratet, nicht wahr? Also, ich bringe Clara jetzt in den Kindergarten. Ja. Basta. Bist du sicher? Ja, ganz sicher. Der kleine Spaziergang wird mir gut tun. Fertig. Los, ab. Lass mich dich wenigstens begleiten. Oh, Johannes, bitte. Ich sag auch kein einziges Wort. Na, wer das? Ich schwöre es hoch und heilig. Ja, geht los. Ich mach dein Geschenk. Was? Ja, soll eine Überraschung werden. Wie niedlich für Nadja. Wenn du fertig bist, möchte ich dir auch gerne unterschreiben. Das ist doch das Geburtstagsgeschenk für deinen Tennislehrer, oder? Ja, genau. Wir können doch eigentlich alle unterschreiben. Ja, ich weiß, dass in letzter Zeit fast nichts mehr auf meinem Konto eingegangen ist, aber seit dem Unfall... Hören Sie, ich bin schon so viele Jahre Kundin Ihrer Bank. Ja, aber das war doch nicht meine Schuld. Die Glühbirne im Treppenhaus war kaputt. Mama? Ich verstehe nicht ganz. Ja, ich werde darüber nachdenken. Wiederhören. Na, was ist denn? Pivi und ich, wir wollen ins Kino gehen. Aber ich habe kein Geld. Leist du mir 10 Euro, du kriegst mir vom nächsten Taschengeld zurück. Halt! Ach, übrigens, ich brauche morgen das Geld fürs Tenniscamp. 200 Euro, den Rest zahlt der Verein. Oh, Nadja, du weißt, ich habe im Moment das Geld nicht. Aber du hast mir versprochen... Ich habe dir überhaupt nichts versprochen. Aber du hast gesagt... Nadja, bitte dreh mir nicht die Worte im Mund herum, ich weiß genau, was ich gesagt habe. Schätzchen, schau mal. Du bist doch schon fast erwachsen. Du weißt, dass ich seit meinem Unfall kaum mehr arbeiten konnte. Wir können uns im Moment eben nicht alles leisten. Aber Pivi fährt auch hin. Was soll ich ihm denn jetzt sagen? Pivi versteht die Situation ganz sicher. Du hast es mir aber versprochen. Nadja, ich sag dir zum letzten Mal... Du bist so gemein. Und das stimmt gar nicht, dass du kein Geld hast. Nie darf ich meinen Spaß haben. Ich hasse dich. Ich hasse dich. Hallo. Hallo. Was ist das? Für dich. Mach's auf. Gefallen sie dir? Du trägst doch immer Ohrringe. Doch, klar, die sind schön. Sie gefallen dir nicht. Doch, sie sind toll, echt. Schon okay. Hey, ich würde sagen, wenn sie mir nicht gefallen. Vergiss es. Sie gefallen mir. Zufrieden? Was soll ich denn noch machen, dir um den Hals fallen? Sag mal, spinnst du? Weißt du was? Nimm deine dämlichen Ohrringe und zieh Leine. Ach, mach du, was du willst. Fällen Sie schon Ihr Urteil. Teile Ihres Herzmuskels sind nicht gut durchblutet. Ich vermute, Ihre Herzkranzgefäße sind teilweise verengt. Sie vermuten? Genaueres kann ich in der Praxis nicht feststellen. Dazu ist eine Untersuchung im Krankenhaus nötig. Ich gehe in kein Krankenhaus. Da kommt man nur mit den Füßen voran wieder raus. Jetzt regen Sie sich nicht auf, Herr Eversbusch. Das ist heute alles kein Problem mehr. Sie müssen nicht mal über Nacht bleiben. Und ich bin immer in Ihrer Nähe, versprochen.
was ist, Herr Doktor, wenn ich diese Verengung habe? Was ist denn? Das sind die Röntgenbilder von Frau Lerch. Sie hat gerade angerufen. Sie wollte dringend einen Termin. Da habe ich sie eingeschoben. Sie muss jeden Augenblick da sein. Hat sie Schmerzen? Ich weiß nicht. Sie klang so aufgeregt. Entschuldigung. Frau Lerch? Nora, Herr Eversbusch bekommt eine Überweisung für eine Herzkatheteruntersuchung. Und Sie denken bitte daran, ja? Ich weiß. Regelmäßig trinken, fettarm essen. Und vor allen Dingen keine Aufregung. Ja, das sagen Sie mal den anderen, wenn Sie wüssten. Komm, Paulchen, jetzt aber fix. Sonst entdeckt der Herr Doktor noch ein paar Krankheiten bei uns. Danke, dass ich so schnell kommen durfte, Herr Doktor. Guten Tag, Frau Lerch. Ich sehe mich leider gezwungen, Herrn Eversbusch zu verklagen. Deshalb brauche ich einen Attest über meine Schulterverletzung. Wieso denn? Das ist ja wohl die Höhe. Sie zahlen Ihre Miete nicht und mich wollen Sie verklagen. Ich bin in Ihrem düsteren Treppenhaus die Treppe hinuntergefallen. Sie haben vergessen, die Glühbirne auswechseln zu lassen. Wegen Ihnen hatte ich einen Verdienstausfall von mehreren tausend Euro. Ich konnte mehrere Wochen lang nicht arbeiten und dann haben Sie die Frechheit, mir einfach zu kündigen? Sie haben doch nicht geglaubt, dass ich das einfach so hinnehme. Sie haben einen Mietvertrag unterzeichnet. Sie haben sich nicht daran gehalten. Ich hatte jedes Recht, Sie zu kündigen. Wegen Ihrer Nachlässigkeit konnte ich meine Miete nicht verdienen. Sie werfen mir Nachlässigkeit vor. Sie, die schlampigste Person auf Gottes Erdboden. Ich war immer korrekt. Immer. Jetzt reicht es aber zum Donnerwetter. Ich muss Sie bitten, das in Ruhe zu bereden. Hier gibt es nichts mehr zu bereden. Ich wollte die Kündigung zurücknehmen. Heute früh wollte ich mit Ihnen darüber reden. Aber das hat sich jetzt erübrigt. Ich wünsche Ihnen allen noch einen guten Tag. Komm, Paulchen. Herr Eversbusch! Bitte! Herr Eversbusch! Ich wusste einfach keinen Ausweg mehr. Die Boutique ist alles, was ich habe. Wenn Herr Eversbusch sie mir wegnimmt, dann stehe ich vor dem Nichts. Reden Sie doch noch mal mit ihm. Er ist doch gar kein Unmensch. Und warum schiebt er mir dann heimlich die Kündigung unter der Tür durch? Das weiß ich auch nicht. Aber ich bin sicher, es tut ihm leid. Und das mit dem Prozess, das ist auch nicht so einfach, wie Sie sich das vorstellen. Ja, aber der Banker meinte, ich solle einfach den Rechtsanwalt anrufen. Die Bank will vor allen Dingen ihr Geld. Aber Sie müssen beweisen, dass Herr Eversbusch wirklich Schuld hat an dem Unfall. Aber es war so. Die Glühbirne war kaputt, es war stockdunkel. Frau Lerch, glauben Sie mir. Gehen Sie zu ihm hin. Fertig. Sie glauben wohl, ich bin nur ein dummer alter Mann, den man ausnutzen kann. Aber damit ist das jetzt vorbei. Das ist mein Geschäft. Und das betreten Sie erst wieder, wenn Sie dafür bezahlt haben. Wie jeder anständige Mieter. Sie geben mir sofort den Schlüssel zu meinem Geschäft? Sie haben gehört, was ich gesagt habe. Sie geben mir auf der Stelle den Schlüssel zu meinem Geschäft? Zuerst geben Sie mir meine Miete. Die Ware im Geschäft ist mein persönliches Eigentum. Sie haben überhaupt kein Recht. Das Zeug behalte ich als Pfand, bis Sie Ihre Schulden bei mir beglichen haben. Sie haben schließlich einen Vertrag unterzeichnet. Sie sind ein böser, geiziger alter Mann. Verlassen Sie mein Geschäft. Sie denken doch nur an sich und Ihr Geld. Ich habe gesagt, Sie sollen gehen. Geben Sie mir den Schlüssel, Herr Eversbusch. Ich sag's Ihnen zum letzten Mal. Wollen Sie mir drohen? Herr Eversbusch, ich lass mir Ihre Geschikaden nicht länger gefallen. Gehen Sie! Herr Eversbusch! Oh Gott, Herr Eversbusch! Frauchen, weg! Herr Eversbusch! So, Frau Schmidt, wir sehen uns nächste Woche und Sie denken bitte daran, Ihre Röntgenbilder mitzubringen, ja? Ja, wiedersehen, Herr Doktor. Wiedersehen. Und? Das verstehe ich überhaupt nicht. Herr Eversbusch müsste längst im Geschäft sein. Von hier bis in die Waldstraße sind es gerade mal 5 Minuten. Es hebt aber niemand ab. Hallo? Hallo, bitte helfen Sie mir. Ja, hallo, hier ist Praxis Dr. Kleist. Mit wem spreche ich denn da? Ja, Herr Eversbusch? Herr Dr. Kleist, bitte kommen Sie schnell. Der Herr Eversbusch ist zusammengebrochen. Aber, Herr Doktor, Sie können doch jetzt nicht...
Sagen Sie alle meine Termine ab. Herr Eversbusch. Herr Eversbusch. Ist er tot? Nein, er lebt. Rufen Sie den Notarzt, schnell. So aufgeregt. Ich bin schuld, wenn er stirbt. Mama. Ich fahre mit in die Klinik. Wenn ich was höre, melde ich mich. Och, Paulchen. Du Armer. Komm mal her. Komm mal her. Kümmert ihr euch um Paulchen, ja? Okay. Eine 8, Johannes. Das mache ich doch. So geht eine 8. Sonst wird er klumpig. Sie ist wieder gesund. Piwi? War das gerade Piwi? Ja, rein, durch und weg. Essen ist fertig. Ich habe keinen Hunger. Johannes hat extra Quiche gemacht. Ich heb dir ein Stück auf. Wir haben uns gestritten. Nadja, und du? Ich wollte ihr bloß mein Geschenk geben. Und dann hat sie gesagt, dass ich abhauen soll. Was hast du ihr denn geschenkt? Ohrringe. Also daran kann es nicht gelegen haben. Ich dachte, sie mag mich. Ich bin mir ganz sicher, dass sie dich mag. Piwi, ich habe euch beide gesehen. Ich habe gesehen, wie sie dich anschaut. Euer Streit hat sicher einen anderen Grund. Du musst noch mal mit ihr reden. Das kann ich nicht. Natürlich kannst du das. Ich war so sauer, da habe ich ihr die Ohrringe vor die Füße geschmissen. Naja, dann hast du ja einen Grund. Du musst dich bei ihr entschuldigen. Ich sag Inge, sie soll dir was warm stellen. Hm? Sie mag dich. Mama, es tut mir so leid. Ich habe doch nicht gewusst, dass wir so wenig Geld haben. Das ist alles meine Schuld. Ich wollte dich nicht belasten. Du wirst sehen, es wird alles wieder gut. Ich kann mir doch auch einen Job suchen. Jennifer aus meiner Klasse, die arbeitet manchmal auch im Eisladen. Jennifers Papa gehört der Eisladen. Trotzdem, du brauchst mir auch kein Taschengeld geben. Und in dieses doofe Tenniscamp will ich sowieso nicht fahren. Herr Eversbusch wird sicher wieder gesund, Mama. Hallo. Hallo. Ich wollte fragen, ob Nadja da ist. Hallo. Hallo. Kinder, ich glaube, Paulchen muss mal Gassi. Der ist aber süß. Gehört er euch? Nein, er gehört dem Eversbusch, unseren Nachbarn. Hey, Eversbusch liegt im Krankenhaus. Wir passen inzwischen auf Paulchen auf. Na, nur raus mit euch. Oder wollt ihr das arme Paulchen ewig warten lassen? Gemacht und einen Stent gelegt. Dann war es ein Infarkt. Richtiger Vordermann-Infarkt, ja. Okay. Dank dir. Und deshalb bist du so ausgeflippt? Wie diesem blöden Tenniscamp? Aber ich wollte doch unbedingt fahren. Vergiss das blöde Camp. Ich war da schon letztes Jahr. Das ist todlangweilig. Echt? Ja. Alles voll verschnarcht da.
Da bleibe ich lieber in Eisenach. Heißt es, du bleibst auch hier? Ohne dich macht's mir ja eh keinen Spaß. Hey, brauch ich hier nicht so stürmisch. Ich hab gern, ich hab schon wieder Hunger. Hey, Paulchen. Tag, Dr. Kleist. Papa, was machst du denn hier? Hallo. Herrn Eversbusch geht's besser. Komm, wir holen Wasser für Paulchen. Ja, also wenn Sie wollen, dann können Sie ihn morgen schon im Krankenhaus besuchen. Besuchen? Nein, das kann ich nicht. Frau Lerch, ich bin sicher, Herr Eversbusch bereut die ganze Angelegenheit genauso wie Sie. Ja, aber durch mich wäre er fast gestorben. Er braucht jemanden. Mich? Er braucht jemanden, um den er sich kümmern kann. Sie meinen, er braucht jemanden, der sich um ihn kümmert? Ja, das auch. Aber es wäre wirklich hilfreich, wenn Sie darauf achten, dass er seine Pillen regelmäßig nimmt und nicht in den Mülleimer wirft. Er ist sehr einsam. Das macht ihm sehr zu schaffen. Ja. Und? Zeigen Sie ihm, dass Sie für seine Hilfe offen sind. Und Sie werden sehen, er wird sich auch helfen lassen. Danke. Papa, das Geld für das Tenniscamp, das brauche ich doch nicht. Wieso? Na, ist ja immer dieselbe blöde Show. Ich wollte was mit Nadja unternehmen. Gute Idee. Bringt mich übrigens auch auf den Gedanken. Vielleicht räumen ja Marlene und ich freiwillig das Feld. Du meinst, wir haben... sturmfreie Bude? Und, wie geht's deinem Herrn Eversbusch? Besser, Gott sei Dank. Ich glaube, ich habe mich heute wie ein richtig guter Vater genommen. Du bist immer ein richtig guter Vater. Naja, wer weiß. Vielleicht hätte ich mich besser um Pivi kümmern müssen. Christian, Pivi kommt ganz gut allein zurecht. Was hätte ich nur ohne dich? Eversbusch möchte wirklich, dass ich den Schlüssel für die Boutique zurückbekomme? Ich glaube, es wäre ihm am liebsten, wenn Sie die ganze Angelegenheit vergessen und wieder von vorne anfangen. Ja, ich kann das alles noch gar nicht glauben. Geht's ihm wirklich schon besser? Ich meine, er ist doch sonst nicht so nett. Unser Essen hat hier bis jetzt noch jeder gegessen. Da können Sie bei mir lange warten. Ich glaube, es geht ihm wieder ausgezeichnet. Hallihallo. Ich habe schon gedacht, es ist wieder dieses Schrapnell mit dem Tablett. Müsli nennen Sie das hier. Zu meiner Zeit nannte man das Hasenfraß. Guten Tag, Herr Eversbusch. Guten Tag, Frau Lerch. Wie geht's Ihnen denn heute? Ja, wie soll es einem schon gehen bei der Verpflegung hier? Und in der Früh kriegt man statt einer ordentlichen Zeitung so ein Dings da mit lauter Bildchen. Ich habe Ihnen Ihre Zeitung mitgebracht. Sie lag noch vor der Tür. Ach, das ist aber nett. Und ich habe auch ein bisschen Obst mitgebracht. Und Kekse. Das wäre doch nicht nötig gewesen. Und ein Kreuzworträtselheft. Ach, dass Sie daran gedacht haben. Aber ohne Lesebrille. Da, bitte sehr. Sie lag noch im Geschäft, da habe ich sie mitgenommen. Sie haben sich meinetwegen so viel Mühe gemacht. Es tut mir alles so leid, Herr Eversbusch. Ach, jetzt. Jetzt hören Sie aber auf zu weinen, bitte. Wir haben uns beide ziemlich dämlich benommen. Ja, allerdings. Aber damit ist jetzt Schluss. Ja. So, und jetzt sagen Sie mir bitte, was mein Paulchen so macht. Ihr Paulchen? Ihrem Paulchen? Geht's ganz wunderbar. Paulchen, Paulchen, wie geht's dir? Musik
Komm. Ich bin froh, dass wir so eine glückliche Familie sind.